Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns auf Salavo. Und zwar dort geht es an die kleine Jagdprüfung. Das bin ich letztes Jahr schon gegangen. Könnt ihr hier das Video schauen? Wenn nicht, ist es nicht verlinkt. Und dort reitet man, das ist ein bisschen eine spezielle Prüfung. Wir reiten zuerst ein Dressurprogramm, ein relativ einfaches. Aber wir reiten halt schon in der kompletten Springausrüstung, weil der letzte Punkt im Dressurprogramm ist weiter auf Crossstrecke. Und so ist es auch. Also der letzte Abschnitt ist halt eine Runde Galopp. Und er ist wirklich gerade so, piekt mir rechts ab und nimmt gerade den ersten Sprung. Also der Crossbahn ist schon online, deswegen weiß ich es. Und dann geht es direkt ins Cross. Das Cross wird dann auch nach Stil gerichtet. Und ja, eben, ich bin das letzte schon geredet, da sind wir im Dressur ziemlich gut gewesen. Aber also er ist mir auf einer Seite falsch angaloppiert. Das war ja letztes Jahr noch so ein kleines Problem gewesen. Aber sonst war mir eigentlich mega gut gewesen im Dressur. Dann hatte ich leider zwei Stops gehabt. Das Problem war, dass ich letztes Jahr das 1 hatte, dass so viele Leute halt so rund um den Sprung waren, am Berg schauen und so. Und das war so ein bisschen doof. Aber dieses Jahr habe ich das 3. Ihr seht, ich bin schon viel spät dann. Aber ich hoffe, dass so, halt beim 1 schaut man noch so, ja, wie läuft es das genau ab und so, weil halt das eine spezielle Prüfung ist. Und ich hoffe, dass beim 3 dann nicht mehr so viel umstehen. Und ich habe gesehen, der Endsprung, den ich das Revue hatte, der Fuchsbau, der ist gar nicht drin. Und das Häuschen, das ich noch das Revue hatte, das mehr so wegen der Leute war, ist jetzt der andere Weg drin, der ein bisschen einfacher ist. Und auch sonst, also ich habe natürlich nicht alle Sprünge gesehen, aber wir wissen so ein bisschen, was wo steht. Es ist auch zum Beispiel zwei Dali drin, was ja am Längen echt gut liegt. Und ich finde, so, was ich bis jetzt weiss über den Parkour, ist es ein bisschen einfacher als letztes Jahr. Es ist schon ein bisschen mehr auch so in der Hälfte von Geländestrecke in Salavo. Und ja, wir hoffen, dass wir in der Ressource schon gut vorlegen können. Und dann ist es ja so ein bisschen das Problem, dass er nicht nachher kommt, dass es jetzt in die Springen weitergeht. Und dann probiere ich wirklich noch schon eine halbe Runde vorher, halt, wenn es eigentlich nur in der Superbremse ist, wirklich so ein bisschen aufrecht zu bekommen. Das dann, also der Restsprung ist nicht hoch, es ist nur auf so einem kleinen Baumstamm, aber dass er den wirklich schon gut nimmt. Und dass wir dann schön und flüssig weiter können. Ich sage nicht, dass wir da klassiert sind oder so, es gibt eh für alle Plaketten, die beenden. Aber dass man zumindest so ein bisschen eine Steigerung sieht zu letztes Jahr. Ja, ich glaube, das war alles. Und ich wünsche jetzt euch viel Spass bei diesem Video. We'll be right back.
Something.